Auf den ersten Blick sahen die Ergebnisse der Parlamentswahlen in Griechenland recht gut aus. Zumindest, wenn man ein Befürworter des einigen Europas und des Euros ist. Denn die sparwilligen Parteien haben die Wahl gewonnen. Ein voran Antonis Samaras und seine konservative Partei Neue Demokratie. Und derselbe ist jetzt mit der Regierungsbildung beauftragt worden und mit derselben auch schon kräftig beschäftigt. Und er sagte dazu, dass er eine möglichst breite Regierungskoalition der nationalen Einheit anstrebe. Es sei mal dahingestellt, ob ihm dies gelingen mag. Aber zwischen den Zeilen sickerte durch, dass Herr Samaras mit der Troika aus Internationalem Währungsfonds, EU und EZB noch einmal die harten Auflagen nachverhandeln will. Nämlich dergestalt, dass es doch vielleicht für sein Volk nicht ganz so hart kommt. Ob da der Rest Europas einverstanden ist, da ist ein großes Fragezeichen dahinter zu setzen. Und weil es eben diese neuen Unsicherheiten gibt und auch aufgrund der Tatsache, dass die Risikoaufschläge für spanische Staatsanleihen und auch die Finanzierungskosten, die Refinanzierungskosten für Italien weiter in die Höhe gewachsen sind, hat der deutsche Aktienindex heute nicht so recht durchstarten können. Am Morgen gab es zwar so eine kleine Erleichterungsbewegung nach oben, bis auf einen DAX-Höchststand von 6.316 Zähler, aber mittlerweile sind die Gewinne des DAX komplett zusammengeschrumpft. Er liegt gerade noch mal 4 Punkte im Plus bei 6.234 Zählern und auch der Euro kommt nicht so richtig aus der Hüfte. Am Morgen noch auf einem neuen Monatshoch bei 1,2747, inzwischen bei 1,2580 $. Ja, das ist das Problem im Augenblick. Zwar sind vielen Börsianern Steine vom Herzen gefallen, aber jetzt weiß man wieder nicht, was kommt. Die europäische Staatsschuldenkrise wird uns also auch in den weiteren Wochen weiter beschäftigen. Das, was wir mit der Wahl in Griechenland haben, das ist allenfalls die Überwindung der ersten großen Hürde gewesen. Wir schauen uns noch mal einen Einzelwert an, ThyssenKrupp. Der gehört heute zu den stärksten Gewinnern im deutschen Aktienindex, weil man doch ein Werk in Brasilien möglicherweise verkaufen könnte. Entsprechende Gerüchte treiben den Kurs der ThyssenKrupp-Aktie um mehr als 2% nach oben. Wird viele Derivateanleger freuen, die im Besitz von länger laufenden Call-Optionsscheinen sind. Und wenn wir nochmal zum Gesamtmarkt zurückkommen, dann bleibt festzuhalten, dass es hier im Moment keinen klaren, eindeutigen Trend gibt. Die Gemengelage ist den Privatanlegern im Moment noch viel zu unsicher.